Du hast zwei Möglichkeiten, dieses Quiz zu spielen. Erstens, zum Entspannen. Lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Zweite Möglichkeit, stelle dich der ultimativen Herausforderung. Schnapp dir Stift und Papier und notiere deine Punkte. Es gibt 50 Fragen. Pro richtige Antwort erhältst du einen Punkt. Am Ende des Videos bekommst du einen Rang anhand deiner Punktzahl. Und nun legen wir endlich los. Viel Erfolg! Wer hat das Gemälde Mona Lisa gemalt? Wie viele Spieler einer Fußballmannschaft stehen auf dem Feld? Wer war der erste Mensch, der den Mond betrat? Wie lautet die chemische Formel für Wasser? In welcher Stadt befindet sich der Eiffelturm? Wer hat die Relativitätstheorie entwickelt? Was ist die offizielle Amtssprache von Brasilien? Welches ist das kleinste Bundesland Deutschlands? In welchem Land wurde das Spiel Schach erfunden? Welche Farbe ergibt sich aus der Mischung von Rot und Gelb? Wie viele Kontinente gibt es auf der Erde? Welcher Planet ist der größte in unserem Sonnensystem? Welches Tier ist das größte auf der Erde? Wie viele Elemente gibt es im Periodensystem der Elemente? Mit welcher Währung wird in Japan gezahlt? Welches Land hat die meisten Weltmeistertitel im Fußball gewonnen? Wie viele Farben hat ein Regenbogen? Wie viele Zähne hat ein erwachsener Mensch normalerweise? Welcher ist der längste Fluss in Afrika? Wie viele Jahre dauert eine Amtszeit des US-Präsidenten? Welcher Stoff in Zigaretten macht süchtig? Wie viele Beine hat eine Spinne? Wie sagt man Hallo auf Spanisch? Welches Land hat die meisten Einwohner? Welches ist das größte menschliche Organ? Wie viele Tage hat ein normales Jahr? Wer hat die Schwerkraft entdeckt? Was ist mit dem Roswell-Zwischenfall 1947 gemeint? Was ist die Hauptstadt von Österreich? Welche US-amerikanische Sängerin ist bekannt für Hits wie Bad Romance und Pokerface? Welche Religion hat die meisten Anhänger? Für was steht die Abkürzung der Partei SPD? Welcher Musiker wird oft als King of Pop bezeichnet? Welches ist das größte Land der Welt nach Fläche? Was ergibt 9 multipliziert mit 9? Welches Land grenzt sowohl an den Pazifik als auch an den Atlantik? Was ist die Einheit der Kraft?
Was ist die Einheit der Leistung? Wer ist der Entwickler des Videospiels GTAH? In welchem Land befindet sich die Stadt Machu Picchu? Wer hält den Weltrekord im 100-Meter-Sprint der Männer? Wie heißt der längste Fluss Europas? Welches Musikinstrument hat Tasten und Pedale? Wie viele Sterne hat die amerikanische Flagge? Wie viele Punkte gibt es für einen Touchdown im American Football? Was ergibt 12 multipliziert mit 12? Welches ist das kleinste Land der Welt? Was ist die Komplementärfarbe von Rot? Wie heißt die Hauptstadt von Kanada? Wie heißt der Erfinder von Seven vs. Wild? Ich hoffe, ihr seid nicht zu arg verzweifelt. Bevor wir jetzt zu den Rängen kommen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um ein Abo dazulassen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Nun ist es aber endlich soweit. Ich hoffe, ihr habt euch eure Punkte notiert. Für 0 bis 9 Punkte habt ihr den Rang Kindergarten erreicht. Zwischen 9 und 18 Punkte gibt es den Rang Vorschule. Zwischen 19 und 27 habt ihr es auf den Rang Grundschule geschafft. 28 bis 33 bedeutet Hauptschule. 34 bis 39 mittlere Reife. 40 bis 45 Abitur. 46 plus. Glückwunsch, ihr seid der Lehrer.